Willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Nachdem beim letzten Mal ja nicht so viel passiert ist, außer dass wir eine Schlüsselkarte gefunden haben und ich versucht habe, hier rüber zu springen, wird diesmal bestimmt mehr passieren. Ich bin mir ganz sicher. Ich sehe schon kommen, was hier alles passieren wird. Droidenköpfe werden rollen. Hier schon wieder so ein Sprungscheiß. Ich glaube, mich aber auch erinnern zu können, dass es auch auf der PlayStation damals schon immer so ein bisschen gehakt hat. Oh Gott, das wird doch wieder nichts hier. Ja, das wird doch wieder so ein bisschen Frustpotenzial haben. Aber es ist ja auch das letzte Level. Es darf ja ruhig ein bisschen schwerer sein, oder? Es darf ruhig ein wenig schwerer sein. Das hat mal überhaupt nicht geklappt. Jetzt scheitern wir schon an einfachen Droiden. Okay, da sollen wir auf jeden Fall rüber. Ach. Tief durchatmen, Martin. Claude meine ich. Tief durchatmen. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Das wird schon alles klappen. Ich glaube fest an dich. So. Schwung ist geholt. Wenn der jetzt gleich unten ist. Boah. Puh. Aber das schneiden wir raus. Ich schneide alles raus. Ganze letzte Gefecht wird rausgeschnitten. Genau wie die Flucht von Seed. Auch alles geschnitten. Mein Gott. Muss ich vielleicht doch woanders hin? Und gar nicht darüber, aber wohin? Hier ist nichts anderes. Nein, nee. Das muss schon sein. Das muss es schon sein. Ich steck mal die Waffe weg. Komm. Oh Gott, Alter. Ich muss anscheinend wirklich genau den richtigen Moment erwischen. Wir hangeln uns hier wirklich, also im 10-Minuten-Takt von Plattform zu Plattform. Nö, brauchst du nicht treffen. Immer leite die mal woanders hin. So, nochmal. Waffe weggesteckt. Boah. Das ist echt tricky, ey. Das ist echt tricky. Wäre natürlich witzig, wenn ich gleich dahin muss, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es anders gelingen soll. Hier ist nichts anderes. Oder hätte ich hier gar nicht rauf müssen? Ist Quatsch, das wäre kein Droide. Die basteln hier doch keinen Droiden hin. Einfach so aus Jux und Dallerei. Aber was ich jetzt mal machen werde, um die Sache mal ein bisschen abzukürzen, werde ich mal hier jetzt einfach speichern. Während Qui-Gon und Maul da oben kämpfen wie die Weltmeister. Okay. Nochmal das Ganze. Boah. Tada. Boah, wir haben's. Gleich speichern. Gleich speichern. Das wird sofort gespeichert. So. Ich hoffe, dass wir nicht so viele Sprünge davon machen müssen. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe, wir haben schon mehr Druiden irgendwo. Weg ist er. Nö, scheint nicht so. Jetzt geht's hier einigermaßen normal weiter. Aha, ein Rätsel ohne Sprünge. Gott sei Dank. Gott sei es gedankt. Hier ist auch noch irgendwas hinter, oder? So wie das hier aussieht. Nö. Dachte. Okay, Rätsel. Ob Obi-Wan im Film auch so viele Rätsel noch gelöst hat, während Qui-Gon schon gekämpft hat? Sind wir auf jeden Fall hier unten. Und Rätsel noch. Ach, hier geht's rein. Ach, an das erinnere ich mich sogar noch. An das erinnere ich mich sogar noch. Weiß jetzt nicht mehr, wie es ging, aber, ich habe mir gemerkt, wie es aussah. Also, dass wir hier diese Dinger nachher. Also, das verändert sich hier von links nach rechts und dann kommt man hier irgendwann durch. Genau. Aber wo ich das jetzt hier genau ändern kann, weiß ich gar nicht mehr. Komme ich hier hoch? Nö.
Wo drücke ich denn jetzt hier? Muss halt da hochkommen, oder? Muss ich hier vielleicht wieder so ein Dings hinschieben? Von irgendwo? Gibt es hier irgendwo was zum Schieben? Mal, ach so, ist das was zum Rausziehen, was ich vorhin gesehen habe? Nee, auch nicht. Nee. Hier ist nichts zum Schieben, oder? Hier oben war was? Nee, auch nicht. Hier muss doch irgendwo was zum Schieben oder Ziehen sein, dass ich da reinkomme. Oder? Oder bin ich einfach so doof, da hoch zu springen? Scheint nicht. Da geht's auch nicht hoch. Muss ich vielleicht hier auf dem Boden, auf dem Viereck irgendwas machen, dass er sich bewegt? Nö. Das hat, glaube ich, sogar Energie gekostet gerade. Okay. Nee, läuft super. Ach, da geht's aber hoch irgendwie, oder? Da oben ist noch was Grünes. Warum schafft er jetzt diese einfachsten Sprünge nicht mehr? Ach so, schafft er doch. Okay, das war schon mal gut. So. Was hat sich jetzt hier verändert? Nix. Geil. Es hat sich nichts verändert. Dann hat sich da oben was verändert. Anders geht's ja gar nicht. Irgendwo muss sich ja was verändert haben. Es wird hier kein Schalter gedrückt werden ohne irgendeine Veränderung. Das gibt's in dem Spiel nicht. Aha. Das ist jetzt das Ding zum Ziehen. Wusste ich's doch. Und damit kommen wir dann da hoch. So wird ein Schuh draus. Führen wir da vielleicht noch einen Medipack oder so? Nö. Na, bleibt drauf da. So, dann fahren wir uns mal runter. Schieben wir ihn da rein. Und während wir hier Kisten von A nach B drücken, fürchtet Qui-Gon um sein Leben und sein Schüler schiebt Kisten. Naja. So. Ich will nicht noch mal rankommen. Ich glaube, alles, was wir jetzt an Energie verlieren, fehlt uns nachher wahrscheinlich gegen Maul. Auf jeden Fall irgendwie den Weg hier durchbahnen, ne? Jetzt ist der weg. Jetzt könnten wir da lang laufen. Immer noch. Jetzt ist der aber wieder zu. Hier gebracht. Das auch nicht. Das sieht doch gut aus, oder? Da bilde ich mir das jetzt gerade noch ein. Sieht man sie eigentlich immer noch kämpfen, beide? Nö. Das sieht doch gerade gut aus, dass ich einfach in der Mitte durchgelaufen komme. Richtig. Richtig. Sehr gut. Und jetzt sind wir wieder hier? Oder ist das das nächste Ding? Das
Ist einfach spiegelverkehrt hier, oder? Oder bin ich jetzt wieder genau zurück beim Ausgangspunkt? Nein, bin ich nicht. Alles gut. Ganz ruhig, Martin. Claude, ganz ruhig. Nichts passiert. Ja. Ja. Wir müssen uns beeilen. Schöner Moment, um diesen Teil zu beenden, während da hinten Panaka gleich mal losballert. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Könnte jetzt langsam wirklich ans Ende zugehen. Also mit drei oder vier Teilen war ich dann noch ein bisschen optimistisch. Das letzte Level war halt so kurz. Es waren echt nur zwei, drei Teile, die wir da gebraucht haben. Also 20, 30 Minuten. Das hier ist wieder ein bisschen länger. Gefällt mir aber ganz gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Möge die Macht mit euch sein.